Was geht, Gestische Nation? Mein Name lautet Annie Justin. Willkommen zurück zu Octo Daddy. Was geht, Lady? Oh yeah, wir müssen Tickets holen. Wir sind im Aquarium. Alles andere als gut. Und los geht's. Ich bringe mich mal kurz vor, Ladies. Ich hoffe, euch stört's nicht. Einen Moment. Ich habe ein paar Probleme. Yeah. Ich umarme sie, Lady. Gefällt Ihnen das? Oh, sie liebt mich. Einen Moment, Sir. Ich will mein Ticket bezahlen. Hier. Danke. Danke, dass ich vor darf und sich keiner beschwert. Ja, ihr seid die zwei Besten der Welt. Gehe durch das Drehkreuz. Alles klar. Von diesen Dingern müssen wir uns Missgeburten. Ich hasse sie. Ich hasse sie so extrem. Meeresbiologen erkennen einen Fisch auf den ersten Blick. Halte dich von ihnen fern. Doch die Frage ist zum Teufel, wer erkennt dich nicht auf den ersten Blick? Ich meine, ich bin ein verdammter Oktopus, der auf Beinen geht. So. Oh yeah. Nein, Kinder. Wir werden viel, viel Spaß dort haben. Ich habe gesagt, oh. Also der soll mich lieber nicht sehen, sonst bin ich bald fischbrei. Gibt's so ein Wort eigentlich? Ja, ne? Nein, Moment. Warte auf mich. Oder bin ich so unwichtig? Ich hoffe, ich bin nicht so Nein! Ich bin unter... Okay. Finde Stacy, Scarlett und Tommy. Okay, sie geht da rein, sie geht da rein. Ich gehe erstmal zu... Scarlett heißt, glaube ich, meine Ehefrau, oder? Oder Stacy? Ich weiß gar nicht. Ich hab echt Probleme mit Namen, muss ich sagen. Also jetzt wirklich Probleme mit Namen. Ich kann mir richtig schlecht... Entschuldigen. Alle gucken mich immer so merkwürdig an. Sehe ich irgendwie anders aus? Mann. Ja, sie schauen lieber weg, sie Bastard. Sonst werde ich ganz sauer. Hey, Baby. Ich umarme dich. Guck mal, wie sexy ich bin. Hey. Gibt Scarlett 7 Preise. Alles klar. Frauen. Immer wieder dasselbe, was sie immer wollen. So, mein erster Preis. Oh yeah. 7 Stück müssen wir davon für sie holen. Kein Problem für einen sexy Octo-Daddy wie mich. Gib mir das, Bitch. Hier. Sag danke. Sie redet die ganze Zeit, aber ich höre ihr gar nicht zu, um ehrlich zu sein. So gar nicht. Und wir müssen das aufpumpen, was meine Muskeln definiert. Oh yeah. Wer zum Teufel gewinnt sowas nicht? Da bekommt doch jeder einen Preis. Ist doch voll die Verschwendung der Plüschtiere. Und wieso zum Teufel schenkt jemand seiner Frau auf Plüschtiere? Ich meine, wo ist der Sinn? So. Wieso macht sie das? Ich hab ihr das geschenkt. Sie respektiert meine Arbeit nicht. Oh nein. Ich hasse diese Dinger, um ganz ehrlich zu sein. Wer kennt die noch? Ich hasse diese Dinger. Wir müssen auf den Schatten... Nein. What the fuck? Nein. Einen Moment. So. So. Jetzt loslassen. Perfekt. Ich hasse... Diese Dinger im echten Leben sind meistens übelst zu verarschen. Also wenn ihr die seht, holt euch lieber kein Plüschtier mit. Und selbst wenn ihr einen bekommt, dann lässt er den... Dann lässt er den manchmal sogar einfach so fallen. Also einfach so lässt den fallen. Seit dem Moment habe ich das nie wieder gemacht, seitdem ich so enttäuscht wurde. Nimm den Bitch und auf dich zu beschweren. Okay, nächstes Spiel. Was ist das? Er blubbelt. Blubbel ich auch, ich blubbel auch gerne. So, bestes Spiel ever. Hier muss man nichts wirklich machen, außer, ja. Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Ich habe so ein Spiel noch nie gesehen. Irgendwo erkennt man ja die meisten Spiele ja wieder hier, aber das hier, keine Ahnung. Man muss die Fische reinschlagen. Bestes Game ever. Yeah. Bestes Plüschtier. Ich bin so glücklich. So. Gib mir das. Okay, Baby. Hier. Nimm das, habe ich gesagt. Ja, wieso zum Teufel verletze ich sie? Ich will dir doch nur das Dings da geben. Ja, siehst du. Okay, das nächste Spiel. Wir spielen Basketball. Oh yeah. Mein Lieblingsspiel. Spaß, ich bin richtig schlecht im Basketball. So. Guck mal, er muss werfen. Wisst ihr, was ich machen kann? Verdammt, nicht geklappt. Einen Moment. Geduldet euch bitte, das kann mal ein bisschen dauern. So. I'm not cheating, you fucking son of a bitch, man. You're cheating. Sieht das so aus, als würde ich schummeln? Kann die Leute gar nicht verstehen. Ja, dann spielen sie lieber fair, sie Dulli. Ich mach das auf meine Art und Weise.
Das sind halt die Vorteile eines so eines Oktopus. Shut the fuck up, you're a child with children. So. Aber bekomme ich mein Geschenk? Ich will mein... Oh yeah, endlich. Wir können unser Team leer. Halt deine Fresse, du Bastard, Alter. You're a jerk. Das heißt sowas wie Trottel. Ich bin kein Trottel. Sag's ihm bitte. Unglaublich, diese Leute heutzutage. Okay, Baby, hier. Ein Geschenk für mich an dich. Ich umarme dich. Oh, wie süß er ihr den Teddybär gegeben hat. Noch zwei. Oh, Jesus, der ganze Part wird damit auf... Oh, ich hasse meine Ehefrau. Okay, einen Moment. Hab's gleich. Wir müssen jetzt meinen Ball nehmen. Ernsthaft, willst du mich verarschen? So, vielen Dank. Und jetzt packen wir den hier rein. Ah, die Welt ist so hart als für einen Oktopus. Muss bestimmt richtig hart sein. So. Hier. Komm schon. Nein! Ich hab versagt. Einen Moment. Ich will noch einen Versuch haben. So. Komm schon, what the fuck? Oh, Jesus. Das macht mich fertig. Bleib ruhig. So. Ernsthaft jetzt? Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Oh mein Gott. Jetzt aber. Ja. Nein. Gott, dieses Spiel macht einen richtig fertig. Komm schon. Ich mach keine Scherze mehr. Ich mach keine Scherze mehr. Oh Gott. Okay, das ist echt gerade... Ah, jetzt aber. Oh mein Gott, das ist so eine Glückssache. Oh, gib mir diesen scheiß Ball. Jetzt aber bitte. Oh Gott. Dabei mache ich das nicht mal mit Absicht. What the fuck? Soll ich warten oder was? Okay, ich mache das mal ganz außen. Muss klappen. Ja! Oh ja, yeah, cool. Wir haben es geschafft. High five. 3, 2, 1. Psst. Okay. High five ist das beste Symbol unserer Freundschaft. Okay, Lady. Ja. Okay, ein Preis noch. Und dann spielen wir mal gegen den Loser. Du willst gegen mich das Spiel spielen. Das habe ich übrigens auf Fortaventura damals gespielt. Ich war so süchtig danach. Na, oh, verdammt. Oh, er erwischt das. Komm her, Bitch. Mann, ist das schlecht. Ich sag dir mal, wie man richtig spielt. Oh, bester Spiel ever. Verdammt. Oh nein. Oh, nochmal. Verdammt, ich hab ein Eigentor geschossen. Komm her, Min. Ja. Ich hab mir lange dafür trainiert. Heul doch nicht, du hast auch immer gewonnen, du Loser. Kleiner Spasti, Alter. So, bringen wir ihn den Plüschtier. Hey. Ja. Hey, endlich. What the fuck? Normalerweise müsste ein Aquarium dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Okay, ich muss es mit der Hand festhalten. So, einen Moment. Alles unter Kontrolle. Okay, so. Hey, wie hab ich das... Oh, what the fuck? Oh nein. Was? Die habe ich dir gerade geschenkt. Ich habe dir die gerade geschenkt. Oh, ich habe mir so viel Mühe dafür gegeben, um die zu bekommen. Und du machst sowas. Was für eine Bild. Habe ich das Ehefrau? Wieso habe ich dich lange geheiratet? Und die fliegen in der Luft. Wieso fliegen die in der Luft? Hört auf, in der Luft zu fliegen. Denn die wissen es, Magier. Halt's Maul. Ihr seid keine Magier. Ihr seid Missgeboten. Was machen die? What the fuck? Seht ihr das? Oh, wir haben es geschafft. Oh, diese Frau ist so anstrengend. Allgemein, die meisten Frauen sind anstrengend. Hoffentlich sehe ich sie nie wieder in meinem Leben. Pflaster den Amazonas. Danke. Das ist das, was ich schon von Anfang an wollte. Ich will einfach dieses Aquarium hier verlassen. Das ist so Bullshit-mäßig hier. Vor allem als Oktopus fühlt man sich hier gar nicht sicher. Voller komischen Menschen. Gut, Stacy. Ah, genau. Stacy und Tommy sind meine beiden Kinder. Mal sehen, ob ich mir die Namen merken kann. Stacy und Tommy. Okay. Ich muss Fortschritte machen in meinem Leben. Ich glaube, sie ist nach unten gegangen. Ja, sie ist nach unten. Das ist die Cafeteria übrigens. Au. Hab ich mal Knochen? Ich hab nicht mal Knochen, ne? So, rein geht's. Einen Moment, ich bin gleich drinne. So, bin drinne.
Ich glaube, jetzt müssen wir zu Stacy kommen, falls ich das in Erinnerung habe. Gib mir euch der Ladescreen. Mir gefällt der übel gut. Richtig gut. You are now entering the deep ocean. Interessant. Home to many strange and mysterious creatures. Interessant. Ich bin einer davon. Bear witness to their world of... Hey! Ja, ich bin's. Du bist diese gruselig, ne? Was? Schließe das Tanzabenteuer ab. Oh, sorry. Oh, jetzt, wie ich dieses Kind hasse. Stand to start. Ja. Und jetzt? Ah, ich kann nicht tanzen. Schnell, schnell. Oh, yeah. Ah, oh, Beeilung. Yeah. Bester Tänzer ever. What the? Was? Hab's nicht geschafft. Oh, nein. Okay, nochmal. Hör auf zu reden! Nervt ihr mich, Alter! Ich hasse... Oh, wieso müssen Frauen immer so viel reden? So, einen Moment. Ich hab's gleich hinbekommen. So, endlich. So, jetzt aber. So. Wir müssen uns, glaube ich, immer draufstellen. So, immer. Müsste eigentlich... Komm schon, beeil dich. Oh, wow, wow. Nein! Ja! Ah, yeah! Oh, ich hasse diese Spielchen. Aber dafür kann ich meine Dance-Moves unter Beweis stellen. Oh, yeah. Nein! Nein, das ist so schwer. Das ist wirklich richtig schwer. Okay. Ich glaube, der Anfang dient immer noch so als Tutorial quasi. Komm schon. Oh, yeah. Nein! Komm schon. Yeah! Ich bekomme das immer noch in letzter Sekunde. Oh! Oh yeah! Hunter, you have what it takes. Ich bin so glücklich! Now take a shake light and descend. Alles klar. Kann ich jetzt endlich hier raus? Was ist das hier? Sorry, Baby. Das ist nicht so, wie es aussieht. Führe Stacy durch die Quallen. Oh, Jesus. Du siehst selber aus wie eine Lampe. Stacy. Wie ich sie hasse. Keiner kann mir sagen, dass er sie mag, die Kleine. Sei leise, Mann! Oh, das ist meine Familie hier. Ich gehe meine Familie besuchen. Ja, das ist richtig. Du ahnst, dass du es nicht verdienst. Dann nehme ich dich in Ruhe lassen, wie folgt ihr mir. Gib Stacy das Licht. Ja, Stacy. Ja, nimm das. Oh, danke. Ich glaube, sie weiß auch irgendwie, dass sie mich nicht mögen. Kann das sein? Were you in trance? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? What the fuck? Bring dir Lichter zum Leuchten, alles klar. Jesus, halt deine Fresse, du Missgeburt, Alter. Die geht so auf die Nerven, ernsthaft. So. Ich hoffe, ich mache das richtig. Müsste aber eigentlich. Oh, Jesus, die ist so schrecklich, dieses Mädchen. Okay, ich gehe auf die andere Seite lieber. So. Einen Moment. Ah, die Lichter zum Leuchten. Ah, okay, ich verstehe. Erstmal müssen wir überhaupt den Strom anbekommen. Das sah so aus, als würden die schon bereits leuchten. Leuchten. Mein Deutsch ist gut. Was muss ich machen? Oh. Vielen Dank für das Licht. Bin so glücklich. Bester Stromschalter ever. Das ist, ja, sorry. Ist ja gut. So. Glücklich. Ich hoffe doch. So, der nächste. Einen Moment. Ah. Was sind das für Stromschalter? Wie sind die so riesig? Oh mein Gott, ich... Oh nein! Ich verkabel mich! Ich bin sowieso so ein halber Kabel. Oh yeah, ich hab alles in Kontrolle. Yeah! Alles läuft nach Plan. Habt gleich. Einen Moment. So. Jetzt komme ich nicht mehr raus, weil ich selber dazugehören werde. Und ich weiß, wenn man mich so sehen würde, würde man denken, ich bin auch ein Kabel und würde mich auch in so eine Steckdose stecken. So, jetzt aber. Bring die Dinger zum Leuchten. Die leuchten schon bereits. Oder fehlt eins? Nee, ne? Fast ein Fall für Galileo Mystery. Einen Moment. Ah, einen Moment. So. Erstmal müssen wir die Lichter zum Leuchten bringen. Oh, Jesus. Oh, geht wie die Steuerung auf den Pisser. Das ist so... Hör auf damit. Ich meine das ernst. Hör, lass das los. Ach, deswegen. Endlich.
die Steuerung geht manchmal so auf die Nerven. Manchmal vergisst man. Gott, ich pack das Teil weg. Das nervt mich so. Oh, scheiß drauf, Alter. Okay, nur noch das Licht, dann haben wir es. Lass mich los! Oh Gott, was? Was? Wieso zum Teufel ist das eine Licht noch nicht an? Hab's doch angemacht. Was fehlt denn da noch? Stacy, kannst du bitte kurz herkommen? Hä? Ich doch alles an. So merkwürdig. Ja, vielleicht. Na, da ist ein viertes, glaube ich, oder? Stacy. Ach, hier. Hab ich vergessen. Hab ich gar nicht gesehen. Stacy. Kannst du bitte nochmal herkommen zu deinem Daddy? Ich will dir einen Hasen zeigen. Okay, so. Tada! Endlich, der Moment ist gekommen. Das war der Moment, wofür wir, keine Ahnung, wie viele Minuten gebraucht haben. Shut the fuck up, girl. No one is talking to you, no one likes you. Bester Engländer ever. Yeah! Endlich! Und jetzt? Witness the amazingly cuddly snuggle fish. A stuffed snugglefish toy makes a killer gift. Hahaha, witzig. Hab noch nie so gelacht in meinem Leben, du Bastard. Verwirrtes und versorgtes Blubbern. Okay, man muss sich die Sprache mal merken. Okay, keine Sorge, Stacy, ich habe alles in Kontrolle. Mein Vater macht das schon. Die muss die ganze Zeit sehen. Hör auf, du Ich hab schon meine eigene Tochter fast beleidigt, Alter. Nervt so, Alter. Hat deine Fresse, Mann. Keiner mag dich, keiner. Mögt ihr sie, sei mal ehrlich, die nervt doch so, finde ich. Genauso wie diese Fahrstühle hier. Oh Gott! Alter Schwede. Bitte! Oh! Halt deine Fresse! Oh Gott, ich bin so verzweifelt in dem Moment. Oh mein Gott! Oh, meine Hände schwitzen schon. Ernsthaft jetzt. Also wirklich jetzt. Endlich. Der Moment ist gekommen. Oh, meine Hände schwitzen so. Unglaublich, ey. Oh, die nervt so. Halt deine... Alter, was ist mit der Erziehung? Okay, bei dieser Mutter. Bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin ein guter Vater. Thank you for visiting the deep ocean. Were you undelighted? I bet. Ja. Ich will nie wieder hier rein. Bitte lass mich alle in Ruhe. Oh, Jesus, Alter. Endlich. Okay, wo ist der Tommy hingegangen? Ich glaube, er ist... Ich weiß es gar nicht so genau. Kann es sein, dass er hier... Kann das sein? Ja, ich glaube, er ist hier reingegangen. Hoffe ich zumindest. Oh, meine Tochter ist so unerzogen, Alter. Ich wette, die macht nicht mal ihre Hausaufgaben. Okay, dann wäre ich auch ein unerzogenes Kind. Aber das war ich. Ich war immer gut erzogen. Ich glaube, das merkt man auch in meinen Videos. Ja, wir sind da. Beholds? Oh. Ich will dich alle. Du wurdest noch adoptiert. Danke, dass du wenigstens es so siehst, wie ich es sehe. Okay, lass rausgehen, bitte. Vor allem, wieso? Das soll ein Familiendingster sein. Ich will gerne mein Bein ohne Scheiß hier rausbewegen, aber es geht nicht. Endlich. So, endlich. Spiel das Globus-Spiel. Oh, ich hasse es, das Globus-Spiel. Hab's noch nie gespielt, um ehrlich zu sein. Klappt es? Was muss ich hier... Ah, es hat geklappt. Lol. Ah, nee, es hat noch nicht geklappt. Okay, bestes Globus-Spiel ever. Ich bin so glücklich, es kennengelernt zu haben. Ah, wir müssen alle Städte einmal. Wow. Bestes Spiel ever. What the fuck? Wo bin ich hier gelandet? Hol mich jemand raus! 31. Ist nicht langsam genug. Was muss ich denn hier machen? Sag mir bitte, ich hab's gleich geschafft. Hier unten. Sag mir bitte, ich hab's geschafft. Gott, das dreht sich die ganze Zeit. So, jetzt ist aber genug, oder? Immer noch nicht. Oh, Jesus. Ich mag aber die Musik, die ist cool. Was muss ich denn machen? So. Habe ich es geschafft? Oh, Jesus. Ich bin auf mich fertig, Alter. Was? Ah, ich muss es, glaube ich, berühren. Kann das sein? Ich glaube, ich mache es total falsch. Also, ab hier weiß ich auch nicht, was ich machen muss.
Obwohl, das wusste ich auch vorher nicht. Da. Ich weiß, was ich machen muss. Nein, ich weiß doch, was ich machen muss. Doch gut, ist so gut. Ich weiß doch, was ich machen muss. Oh nein. Bleib stehen, bitte. Einen Moment. Nein, bitte nicht. Sag nicht, ich hab verloren. Ich will sie bewegen, aber ich kann nicht. Muss ich das nehmen? Dad, Laminaria is yellow. Hurry, hit all three. Okay, einen Moment, Baby. Ich meine, Sohn. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt verstehe ich das. Habe ich schon gewundert, wieso die leuchten. Oh, Jesus. Kannst du bitte deine Fresse halten, während ich das Spiel spiele? Das macht gar keinen Spaß mit dir. Allgemein, keiner mag dich. Aber das solltest du ja schon wissen, ne? Endlich. Ah, bestes Spiel ever. Ja, schub sie runter, das Scheißkind. Ich will auch runterrutschen. Ich auch. Oh, yeah. Oh, wie süß. Ich hasse an diesen Dingern diesen kleinen Stromschlag, den man manchmal bekommt. Danke. Ich bin glücklich. Kombiniere Sporen aller Farben. Ja. Kombiniere Sporen aller Farben. Okay, einen Moment. So. Komm mal rauf. Was soll ich machen? Achso. Ich weiß schon, glaube ich, was. Naja, ich hoffe zumindest. Muss ich das da reintun? Kombiniere Sporen alle. Was? Greift ihr die Spitze des Kelps? Was ist der Kelp? Ah. What the fuck? Ah, ich verstehe. Da unten ist so ein kleines Tutorial. Okay, einen Moment. Oh Gott, sind hier viele auf der. Oh Mann, wirf doch nicht die ganze Zeit. Du siehst doch. So. Einen Moment gleich. Also ich bin echt schlecht in diesem Game. Nein! Einen Moment. Oh Gott, ich stehe falsch. So, jetzt aber. Perfekt. Ja! Nein! Nein. Einen Moment. Jetzt. Nein, auch nicht. Oh, jetzt! Nein! Wir haben es doch gleich! Oh, Jesus. Mach mich fertig. Ja! Hat geklappt, oder? Hä? What the fuck? Ich verstehe es nicht. Ich schätze mal, ich muss das treffen. Irgendwie. Am liebsten würde ich schummeln, um ehrlich zu sein. Oh Gott, geht mir das Spiel auf die Nerven, ernsthaft. Das Spiel geht so auf die Nerven. Oh, genau dieses, vor allem die Geräusche meines Sohnes. Hat er keine Hobbys oder was? Bitte, bitte. Beende den Scheiß. Endlich! Greif dir die Spitze des Kelps. What the fuck? Von was ist hier die Rede? Und was redest du? Ah. Oh yeah. What the fuck? Mach ein Wackelquiz mit. Wieso muss ich das tun? Oh Gott. Ich hasse diese Gegend. Ich finde allgemein so Zoos und Aquarien zwar ganz schön, aber auch richtig langweilig. Was ist das? Ey, oh Mann! Ich bin kein Hammer. Ich bin für das Opfer! Seid ihr zufrieden? So. Was man nicht alles für Kinder tut, Alter. Ah! Es schmerzt! Es schmerzt! Okay, was gibt's hier noch? Ah, da oben. So. Das ist wahrscheinlich die Spitze damit gemeint. Gib mir das. Gib mir das. Einen Moment. Muss ich hier drauf nehmen, ne? Jetzt. Hui. Ah, ich leide. Sieht das niemand? Hilfe. Hilfe. Schmerz. Ich will auch rutschen. Security. Ey. Was habe ich gemacht, du Arschloch? Lass mich rutschen. Keine Reden mit dir, du Loser. Hui. Hilfe! Hol mich jemand raus! Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part von Octo Daddy. Für mehr, liken, kommentieren
abonnieren, um der Destination beizutreten. Und ja, das war's. Link in der Beschreibung zu der Playlist. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!